Moin Moin, willkommen in der Garage. Ja, als erstes will ich mal eben, weil das mal eben wieder so eine Sache ist, bei dem Elektroroller neue Batterien einbauen. Die sind hier heute gekommen. Die arme Sau von Paketdienst. Ich glaube 15 Kilo wiegt jetzt eine. Sind zwei drin, macht 30 Kilo. Der musste echt übel schleppen. Ja, die Batterien da rein, das wird ein bisschen spaßig, weil das muss ja hier unten in den Bottich rein. Hier in diesen Bottich werden die reingestellt. Und dann müssen die 30 Kilo irgendwie hochgehoben werden, wenn auch nur wenige Zentimeter. Jawohl. Und dann muss der ganze Kram festgeschraubt werden. Das erspare ich euch aber. Das ist bestimmt auch langweilig für euch. Eigentlich geht es ja um den Plan, wie wir mit der Chao weiterverfahren. Und das zeige ich euch gleich. So, nun kommen wir mal zur Chao. Ja. Also ich habe mir Gedanken gemacht, mal ein bisschen leiser hier. Was tun? Einige haben ja Kommentare dazu geschrieben. Einige sagten, irgendwie besorgt den neuen Rahmen. Ja, wäre eine Maßnahme, wenn man Rahmen kriegen würde. Also zum Ersten, es muss ein Moped-Rahmen sein. Die sind schon mal sehr schwer zu kriegen. Dann soll der Tank ja von innen auch besser aussehen als dieser. Oder auch keine Rostlöcher haben. Haben wir schon Problem Nummer 2. Und Papiere sollte er nach Möglichkeit auch haben. Sonst muss ich wieder mit Einzelabnahmen und bla bla bla, kostet mich wieder 130 Euro und jede Menge Stress. Habe ich natürlich keinen Nerv drauf, weil wenn ich den Rahmen bezahle und nochmal 130, irgendwo muss man da auch eine Grenze ziehen. Das ist eine Chao, das ist jetzt irgendwie nicht irgendwie irgendein seltener Oldtimer. Ja, also neuen Rahmen besorgen, theoretisch ja, praktisch eigentlich kaum möglich. Dann wurde vorgeschlagen, muss ja kein Chao-Rahmen sein. Ja, theoretisch auch. Wenn ich einen Moped-Rahmen kriegen würde von der Bravo, von der Boxer, von der C, wäre auch okay, aber dann müsste ich alle spezifischen Anbauteile besorgen. Das heißt, bei der Bravo muss ich den Tank besorgen. Da sind Rahmen angeboten, das sind wirklich nur die nackten Rahmen. Das heißt, ich brauche den Motorträger, ich brauche eventuell eine andere Gabel, ich brauche einen anderen Sattel, ich brauche einen anderen Gepäckträger, ich brauche andere Schutzbleche. Das wird mir alles nicht so aufwendig. Vorm Schrauben habe ich ja kein Problem, mit Schrauben habe ich ja kein Problem. Aber irgendwann kostet mich das Moped dann irgendwie 1500 Euro. Und Leute, das ist einfach albern. Ja, ich hatte ja überlegt, mit Schweißen, dann wurde gesagt Sandstrahlen, ja, das sollte man auf jeden Fall machen, weil ich sonst hier in dem Bereich, ich kann da jetzt ein bisschen pröbeln, aber ich würde da nicht sehen, wenn sich da wieder Rost bildet. Wenn man das sandstrahlt, dann sieht man das schon, ist er da irgendwo dünn, macht schon Sinn. Habe ich jetzt auch ein Unternehmen gefunden, hier am Ort. Kostet mich 80 Euro, das ganze Ding sandstrahlen zu lassen. Vorausgesetzt, ich zerlege den Vogel natürlich vorher. Werde ich aber tun. Muss ich ja sowieso, ich werde ja alles mal sauber machen und prüfen. Ja, Rahmen wegschmeißen und einen anderen Rahmen nehmen. Wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Aber wenn ich jetzt sagen würde, irgendwie ich schmeiße den Rahmen weg. So sind die meisten alten Mopeds gestorben. Man hat einfach weggeschmissen. Heute sind es gesuchte Raritäten. Früher hat man einen Mopedrahmen sicherlich an jeder Ecke gekriegt, heute eben nicht. Und wenn ich nicht versuchen würde, diesen Rahmen zu retten, oder wenn man nicht versuchen würde, sowas zu retten, dann würde es heute überhaupt keine alten Mopeds geben. Dann hätte man gesagt, ach, Loch im Tank, zack, weg, auf den Müll. Dann würde es meinen Roller nicht mehr geben, die andere Chao, es wird es alles nicht mehr geben, weil die wären alle auf den Schrott gewandert. Also, man repariert ja nach Möglichkeit schon. Vor allen Dingen, wenn es nicht ganz so teuer wird. Mein Plan. Ich mache jetzt diese beiden Löcher mit Kaltmetall zu.
Dann werde ich nochmal den Tankendroster einfüllen. Gucken, kleckert nochmal irgendwo was raus. Notfalls auch da nochmal mit Kaltmetall. Den Tank erstmal von innen entrosten, damit innen der ganze Rotz raus ist. Und nicht eventuell diese Rostplatten von innen den Rahmen praktisch jetzt noch stabilisieren irgendwo. Und dann kommt es irgendwo durch. Wenn das erfolgreich verlaufen ist, der Tank ist erstmal mit diesem Kaltmetall zu und ist entrostet, dann nehme ich die ganze Kiste auseinander, gehe zum Sandstrahlen, was natürlich bedeutet neu lackieren, was ich eigentlich ja nicht wollte, weil wenn der Rahmen neu lackiert ist, sieht das irgendwie komisch aus, wenn der ganze Rest irgendwie noch ein bisschen rottig ist. Aber gut, ich will sie ja zum Fahren kriegen, von daher ist ja erstmal auch egal. Ja, und wenn sie vom Sandstrahlen zurückkommt und es finden sich dann irgendwelche Löcher, dann werden die geschweißt oder verzinnt, je nachdem muss ich gucken. Ja, so ist also der Plan. Ich werde das jetzt hier an den beiden Stellen ordentlich sauber machen. Kaltmetall habe ich hier schon. So ein Zwei-Komponenten-Zeug, nennt sich Flüssigmetall. Und wollen wir gucken, ob wir das damit irgendwie hinkriegen, dann Tank auffüllen. Wenn es kleckert, muss ich eben nochmal gucken, woran liegt es dann. So, nochmal zur Erinnerung. Ein Loch ist da. Und ein Loch ist da. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie vernünftig hinkriegen. So, dann wollen wir mal gucken. Das ist so ein Zwei-Komponenten-Zeug. Das kommt in so einer Tube, wo man beide ausdrückt, beide Tuben gleichzeitig. Und dann mischt man das Zeug. Das ist schwarze und weiße Pampe und die mischt man dann so lange, bis das hier so grau ist. Dann ist es gleichmäßig verteilt. Vorher die Stellen natürlich absolut fettfrei machen und hinterher kann man das schleifen wie Metall. Also allzu viel Erfahrung habe ich mit diesem Zeug auch nicht. Aber dieses Zeug wurde in mehreren Oldtimer-Foren empfohlen, weil das soll wirklich gut sein. Das soll wirklich funktionieren. Klar ist das jetzt nur so eine Übergangslösung. Übrigens, das Zeug nach 4 Minuten zieht das Zeug schon an. Also man sollte ein bisschen zügig arbeiten. Und aber wer nicht ausprobiert, irgendwelche alten Sachen wieder irgendwie brauchbar zu kriegen, der ist glaube ich auch im Oldtimer Sektor falsch, weil da ist nichts mit wegschmeißen und neu kaufen, weil neu gibt es eben halt oft einfach nicht mehr. Und selbst gebraucht ist der Scheiß schwer zu finden. So. Ich denke mal, das ist okay. So, das ist jetzt. Also die Löcher sind auf jeden Fall zu. Das haftet ganz gut, das Zeug. Soll ich gerade mal gucken, was stand da? Wie lange härtet das Zeug aus? Schnelle Aushärtung, schleifbar, ja. Und wie schnell? Reparatur, Verarbeitungstemperatur plus 5, plus 30 Grad. So, innerhalb von 4 Minuten zusammenfügen. Aushärtezeit 30 Minuten. Gut, 30 Minuten lasse ich jetzt die Kamera nicht laufen.
Ich warte jetzt einfach ab, lasse das über Nacht aushärten und dann werden wir morgen mal gucken, was dabei rauskommt. So, und in der Zwischenzeit will ich mal gucken, ob wir das rottige Ding hier nochmal etwas sauberer kriegen. Ich werde das jetzt mal in Entrosterbad schmeißen und dann wollen wir doch mal gucken, was dabei rauskommt. So, abgesoffen das Teil im Entrosterbad. Auch da werde ich morgen mal gucken, weil das sah ja ganz schön verrottet aus, was der Entroster so bringt. Weil ich denke mal, da habe ich hier einige Teile, die da in dieses Bad reinfliegen können. Aber gut, wir werden sehen. So, neuer Tag, neues Spiel, neues Glück. So, hier haben wir also jetzt die geflickte Stelle. Und jetzt kommt gleich der Augenblick. Tankentroster rein, mal gucken, ob es wieder rausläuft. Diesmal bin ich etwas vorsichtiger und kipp gleich nicht gleich wieder so viel rein. Ja, dann will ich, glaube ich, mal anfangen damit. Ich mache mal, glaube ich, die Kamera auf die Seite, damit ihr sehen könnt, ob es kleckert oder nicht. Mit dem Roller bin ich übrigens vorhin unterwegs gewesen. Der läuft gut, zieht gut, Batterie hat Power, irgendwie läuft er also 40 ganz locker, in der Ebene 45 und wenn es ein ganz klein bisschen bergab geht, kommt er auch mal auf 50. Ja, macht Spaß. So, dann wollen wir mal gucken. So, jetzt wird's spannend. Trichter. Und mal den ersten Schluck rein. So, gucken, kleckert irgendwo was. Nö, oder? Was? Nö. Vielleicht ist er auch noch nicht voll genug. Und er kleckert raus. Es ist also noch irgendwo ein Loch drin. Aber wo? Irgendwo hier. Sehen. Das ist natürlich auch dieser ganz blöde Punkt, wo hier das Seitenteil vom Rahmen am Tank angesetzt ist. Aber weiter unten scheint nichts zu sein. Ein bisschen prübeln da. Das scheint irgendwo hier zu sein.
kann man natürlich nichts sehen. Also muss da noch mal ein bisschen Kaltmetall rein. Weil der Witz ist, wenn ich das jetzt einmal von innen entrostel und dann sandstrahle, dann kann ich hier auch schweißen. Das ist nicht das Ding. Aber ich hätte gerne vorher den Rost raus. Ja, man konnte also genau hier, wo ich mit dem alten Kalten, wo ich mit der ersten Schicht Kaltmetall aufgehört hatte, da war noch ein Loch. Das hatte ich wahrscheinlich auch schon freigeprübelt, aber ich habe es einfach übersehen. Das ist ungefähr auf dieser Höhe. Das habe ich jetzt eben halt auch nochmal zugeschmiert, aber auch da kommt man ran zum Schweißen. Das ist auch nur, das war also wirklich ein relativ kleines Loch. Ihr habt ja gesehen, das hat auch nicht so viel gekleckert. Das habe ich jetzt auch nochmal zugeschmiert. Das Blödeste, was jetzt passieren könnte, weil da kann ich dann nichts schweißen, ist, wenn der Tank hier ungefähr kaputt gegangen ist, wo dieses Seitenteil aufgeschweißt ist, und wenn es dann hier rausläuft, weil da kann ich dann nichts mehr machen. Da komme ich nicht ran. Klar könnte ich dann hier im Grunde genommen das ganze Ding zuschweißen. Aber ich hoffe mal, dass es nicht so schlimm kommt. Ja, wie gesagt, es ist ein Versuch, diesen Rahmen zu retten. Notfalls werde ich da auch noch mal ein paar andere Leute befragen, wie man das am sinnvollsten machen kann. Aber naja, es ist eben halt ein Rahmentank. Da ist es alles ein bisschen blöd. Aber in der Zwischenzeit gucken wir mal rein, was denn hier unser Entrosterbad sagt. Das sieht aber gut aus. Das sieht aber wirklich gut aus. Da ist kein Rost mehr dran zu sehen. Das machen wir mal sauber und dann gucken wir mal, wie das sauber aussieht. So, mal ein bisschen trocken gemacht. Also ich sag mal, das sieht ja wieder manierlich aus, ne? Da kann man ja nicht meckern. Also das Ding war ja ganz schön verrottet. Ja, da kann man nochmal mit der Drahtbürste rüber und dann sieht das Ding auch schon wieder fast aus wie neu. Also original waren die auch nicht verchromt. Gut, dann lassen wir den Kram jetzt mal trocknen und dann nächster Versuch. Also wie gesagt, Worst Case wäre, wenn das da irgendwo durchgerottet wäre. Ich glaube, dann können wir das mit dem Rahmen wirklich vergessen. Dann muss ich mir wieder was anderes einfallen lassen. So, also wie man sieht, aus so einem alten rostigen Teil kann man doch noch mal wieder was Brauchbares machen. Man muss sich ein bisschen Mühe geben. Also dieser Entroster taucht was, auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, dass mir das bei dem Tank auch gelingt, da wieder was draus zu machen. Ja, und hier ist die Plastikverkleidung gebrochen. Auch wenn das jetzt vielleicht eine unsinnige Arbeit ist, aber ich werde mal versuchen, das zu kleben. Und werde das erstmal ein bisschen sauber machen. Dann kommt da Primer drauf und dann versuche ich das mal zu kleben. So, die Bruchstelle habe ich sauber gemacht. Kommt ein bisschen Primer drauf.
Und nun kommt mein Zauberkleber. Mal gucken, wie lange muss das ablüften. Dieses komische Zeug, steht das hier auch irgendwo drauf? Fünf Minuten. Na gut. Das sollte man hinkriegen. Fünf Minuten zu warten. Derzeit packen wir den Primer wieder weg. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das da so wieder zusammenkriegen. Schon einige Risse drin. Ne? Aber bevor kriegt man ja auch nicht mehr an jeder Ecke diese Dinger. Packen wir schon mal den Kleber aus. Granulat. Einmal das Granulat. Und einmal den Kleber. Ja, dann trinken wir noch einen Schluck Kaffee. So, wollen wir doch mal gucken, ob das jetzt was wird hier mit dem. Mal sehen, ob was rauskommt. Ja. Kommt. So, dann wollen wir mal gucken, was wäre das. Zack. Und ein bisschen Granulat drüber. Das tränken wir dann wieder ein bisschen mit. Den Kleber. Und dann lassen wir das mal trocknen. Und dann kann man das nämlich normalerweise auch, habe ich auch schon mal probiert, kann man das schleifen. Wie sieht es von außen aus? Naja gut, man sieht, dass da ein Riss war. Also in der Regel, wenn man das jetzt lackieren würde, könnte man es ein bisschen beischleifen, dann würde man es nicht mehr erkennen, aber es reißt nicht mehr weiter ein. Also es ist wieder stabil. Weil wie gesagt, auch die kriegt man nicht mehr an jeder Ecke. Aber wie ihr seht, ist stabil, ist geklebt. Ja, also selbst wenn ich den Rahmen wegschmeißen muss, habe ich wenigstens noch ein schönes Seitenteil. So, halbe Stunde ist um. Wollen wir sehen, ob es jetzt dicht ist. Wenn nicht, dann können wir, glaube ich, wirklich den Rahmen vergessen. Das erste bisschen reinfüllen.
Und kommt was raus? Hier sieht es nicht so aus. Aber eben war es ja auch beim zweiten Mal. Das, was kam. Zweite Ladung drin. Ich sehe nichts tropfen. Seht ihr was? Also mutig. Die dritte Lage. Noch kleckert nichts. Noch mal gucken. Da scheint nichts zu laufen. Hier hinten tropft was. Wo kommt das denn jetzt her? Das heißt, da läuft es irgendwo läuft es lang. Irgendwo am Motor lang. Das ist aber nur vom Schlauch hier, der ist nicht ganz dicht. Puh, Schwein gehabt. So, das heißt, da werden wir den Schlauch mal eben mit der Schelle noch mal richtig abdichten. Jetzt habe ich auch schon Panik gekriegt. Da habe ich gedacht, wo kommt das denn her? Aber ich hatte den Schlauch hier oben zwischen Luftfilter und Rahmen geklemmt. Und da ist ja nur eine Schraube drin. Den habe ich jetzt erstmal da oben reingesteckt. Dann mache ich gleich die Schlauchschelle fest. Ja, Mut zum Risiko. Da hole ich jetzt nochmal den Rest Wasser und fülle den Tank bis zum Rand auf. Wenn es eine Sauerei gibt, Pech gehabt. So, jetzt ist der Tank richtig voll. Kann man das sehen? Ja, hoffe ich mal. Und es kleckert nichts raus. Jetzt muss ich gleich mal das Moped ein bisschen kippen, damit ich den Deckel drauf kriege und das nicht alles hier rauskleckert. Und ja, wer jetzt meint, hier an diesem Schlauch der Tank sei nicht voll. Wenn ich das hier oben jetzt rausdrehe, die Schraube, dann kann die Luft auch raus. Und dann, ihr seht schon, es kleckert hier immer mal wieder ein bisschen. Weil ich brauche nur einmal ein bisschen gucken, ein bisschen wackeln und schon kommt der Sprit da, der Tankentroster da raus. Ja, dann warten wir mal ab. Ja Leute, ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, dass da nichts rausläuft. Das wäre der Tod für diesen Rahmen gewesen. Bisher, jetzt halbe Stunde später, Tank ist immer noch voll, es tropft nichts raus. In der Zwischenzeit habe ich schon mal geguckt, was man hier aus diesem Vorderrad noch mal rausholen kann. Also man kann mit ein bisschen, ich habe das jetzt nur einmal ganz ein bisschen mit Stahlwolle gemacht, auch die Speichen und auch die Felgen, das kriegt man schon wieder hin. Wenn man dann irgendwie den Lenkkopf, den habe ich sowieso neu, weil der ja irgendwie ausgeschlagen ist.
Gut, der Motor sieht jetzt natürlich auch aus wie Sau, aber das haben wir ja beim letzten Motor gesehen. Den kriegt man gut wieder hin. Und solche Sachen auch kein Problem. Die Neuteile habe ich nämlich schon da. Ja, das heißt also jetzt warten, bis der Rostlöser seinen Job macht. Dann das Ganze nochmal wiederholen. Und dann zerlegen die ganze Kiste. Einzelteil für Einzelteil aufarbeiten. Und ja, und dann sandstrahlen den Rahmen. Eventuell was schweißen. Das kann man eben halt hier auch wegschleifen. Das sieht man hinterher gar nicht mehr. Und die Sachen Stück für Stück fertig machen. Hier ist noch der italienische Nummernschildhalter dran. Wie gesagt, das Ding hier, das wird geschweißt. Und wenn ich den Rahmen neu lacken muss, dann werde ich natürlich auch die Kotflügel, Schutzbleche, Gepäckträger, Gabel neu lacken. Ich muss sie ja sowieso komplett auseinandernehmen. Ja, also vielleicht kriegen wir da doch noch mal ein bisschen was Schickes raus. Was meint ihr? Habt ihr Hoffnung oder gebt ihr die Hoffnung auf? Also ich sage ja immer, aufgeben ist keine Option. Und ich mag es einfach nicht, Sachen wegzuschmeißen. Ich repariere wirklich jeden Scheiß, jeden alten Föhn, jeden alten Toaster. Weil meistens sind es nur irgendwelche Kleinigkeiten und schon lappt der Kram wieder. Also ich bin kein Freund der Wegwerfgesellschaft. Ja, für heute ist es das erstmal. Ich werde morgen wieder in die Garage gehen und überrascht sein. Entweder ist hier alles voll gesaut, weil der Tankentroster seinen Job gemacht hat und da noch ein paar Löcher freigelegt hat. Oder aber es ist dicht und dann kann ich weitermachen. Bleiben wir gespannt. Das war's erstmal für heute. Bis dann. Tschüss.